Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, ihr seht hier nochmal das Raw Dinosaurs Magazin, die Nummer 48 von Schleich im Blue Ocean Verlag erschienen. Dieses Magazin hatten wir schon ausgepackt. Hier habe ich nochmal den Dilophosaurus, den wir hier in dieser Ausgabe unter anderem finden, in einer Limited Edition. Aber wie ihr seht, wir haben ja noch das uralte Schleichlogo drauf. Das Ding hier ist zerquetscht ohne Ende. Und auf der Rückseite seht ihr schon, dass das wo abgezogen wurde. Ne? Bei den neuen Magazinen ist ja kein Kleber mehr drauf, sondern die sind in Tüten. Und darin ist auch der Dinosaurier. Also das ist eine Asbach-Uralt-Figur, als die erste Ausgabe hier rauskam. Und die haben sie halt nicht alle losbekommen. Wahrscheinlich haben sie es halt viel zu hoch aufgelegt, zu viele produziert, zu wenig abverkauft. Und jetzt hauen sie es halt hier in dieser Nummer 48 nochmal rein. Den Dilopho haben wir schon besprochen. Ich habe ihn hier nochmal. Und ihr habt ja gesehen, wenn er die erste Seite aufschlagt, es gibt hier mehrere Dinos als extra drin. Ne? Wir hatten hier oben den Spinosaurus, der schon mal in dem Magazin drin war. Velociraptor, also Spinosaurus, Velociraptor. Dann hier, der ist mir nicht eingefallen. Das ist der Acrocanthosaurus. Ja? Dann hier der Giganotosaurus und der Dilophosaurus. Und jetzt war ich nochmal bei meinem Zeitschriftenhändler und habe mal geschaut, ob ich ja einen von den anderen finde. Ich meine, ich habe die schon. Wir haben die Magazine alle besprochen. Aber ja, komm. Es gibt ja auch viele Neueinsteiger. Und ich dachte mir, wenn ich nochmal mehrere Figuren finde, schön wäre es gewesen, hätte ich alle gekriegt. Lasst uns die einfach nochmal schnell anschauen und miteinander vergleichen. Ja, ich habe noch zu diesem Magazin das hier gefunden. Hier ist der Acrocanthosaurus mit drauf und ich habe noch die gleiche Ausgabe mit dem Spinosaurus bekommen. Ich habe die Figuren immer gern bei mir, denn ich bemale die immer wieder mal neu. Von dem her, wenn man die doppelt und dreifach hat, ist es überhaupt kein Problem. Aber es ist halt mittlerweile ein bisschen teuer geworden, denn ein so ein Magazin kostet 6,99 €, ja. Und die Figuren habt ihr halt auch schon mal günstiger bekommen, ne? Ich packe die hier jetzt mal ganz schnell aus. So, hier seht ihr alle dreimal die gleichen Magazine, aber drei unterschiedliche Dinosaurier. Die anderen, sprich den Velociraptor oder den Giganotosaurus, habe ich nicht gefunden. Kleiner Tipp an dieser Stelle, falls ihr es nicht wisst, Blue Ocean hat einen Shop. Da könnt ihr reingehen und könnt ältere Figuren, die ihr verpasst habt, im Shop bestellen. Dann kriegt das noch ein bisschen günstiger als hier in dieser Ausgabe. Ne? Die älteren Ausgaben waren günstiger. Ich hoffe, die bleiben genauso günstig, wie sie damals gekostet haben. Es sei denn, Blue Ocean hat im Shop die Preise angehoben. Ja, also, falls euch das Magazin nicht so wichtig ist, sondern nur die Figuren, guckt mal in den Shop. Vielleicht könnt ihr ein paar Euro sparen. So, jetzt hole ich mal alle drei Dinos aus den Verpackungen raus. Falls euch der Inhalt von diesem Magazin interessiert, dann schaut euch das Video an, was ich dazu schon gedreht habe. Da vergleiche ich es mit der alten Ausgabe, die schon mal erschienen ist. Das brauchen wir jetzt hier heute nicht nochmal besprechen. Wir schauen uns jetzt nochmal die Figuren an. Also, den Dilophosaurus haben wir auch schon in der letzten Ausgabe besprochen. Das hier, das neue Modell, auch er hat ein paar, ja, nicht ganz so schöne Bemalflecken, denn ihr seht zum Beispiel oben der hintere Zahn, ja, ist halt einfach mal orange wie die Zunge hier vorne. Seht ihr das? Auf dieser Seite haben wir hier unten einen orangenen Fleck. Die Augen sind genauso klein wie bei seinem Vorgänger, den wir schon besprochen haben. Der hat aber weniger Farbflecken wie dieses neue Modell hier. Ja, also das ist nicht ganz so schön. Also für ein Magazin, wo du 7 € bezahlst, möchtest du eigentlich auch eine schönere Heftbeilage kriegen. Ja, ich möchte es nochmal erwähnen. Oder hier oben an den zwei typischen Kopfplatten. Ja, hier ist auch ein Farbfehler. Guckt auch das Blau durch. Also, das sind halt die Geschichten. Auch wenn Kinderzeitschrift, damit macht er euch keine Freunde. Und er steht übrigens genauso schlecht wie der, den wir ausgepackt haben. Bisschen drankommen, kippt er um. Bei dem ist es genauso. Also, sie kippen wirklich extrem schnell um. Denn die Beine hat es halt über die Zeit komplett verzogen.
Ist nicht schlimm, könnt ihr wieder richten, warmes Wasser nehmen. Vielleicht gehen die Beine wieder in ihre ursprüngliche Form zurück oder einfach dann ein bisschen dehnen, halten, bis es erkaltet ist und dann steht er wieder perfekt. Ne? So, hier guckt irgendwie, seht ihr das? Hier am Bein, am Waden, so eine kleine Gussnase raus. Ist das was Härteres? Oh ja, das muss ich wegkratzen. Und jetzt ist es weg. Ja, okay, ist nicht schlimm. Das ist tatsächlich nicht schlimm. Ja, dann auch hier, ne? Voll das Blau hier auf der Unterseite verschmiert. Also das tut mir leid. Das ist nicht schön. Das möchte niemand sehen. Auch Kinder haben einen anderen Anspruch als früher, ja? Ich sag's eigentlich in jedem Video, aber auf dem Rupi hört ja niemand, ne? Naja, das zu diesem Dilophos, der hier eine Größe hat von 6 cm in der Höhe in etwa. Wie schon gesagt, er ist ein bisschen verzogen und hat hier eine Breite von 9,5 cm. Die Dinosaurier sind natürlich alle nicht entsprechend im Maßstab. Die sind halt unterschiedlich groß. Ihr seht, wenn ich da jetzt den Spinosaurus daneben halte, ne, da ist es halt echt ein Jungtier im Größenverhältnis zum Dilophosaurus. Ja, also den Spinosaurus hatten wir auch schon ausgepackt. Für eine Minifigur ist der klasse, auch was die Bemalung angeht. Wir haben unten so ein Grau, wo hier noch eine dunklere Farbe drüber gebürstet wurde, was mir auch gut gefällt. Dann hier seitlich ein helles Braun, wo schwarz drauf gedruckt wurde. Ihr seht ja das Muster, das finde ich, haben sie nett gemacht. Für so eine kleine Figur ist das klasse. Ne, wenn du dann wieder andere Dinosaurier aus der Serie anguckst, wo sie kaum was bemalt haben, das sind halt schon wirklich krasse Unterschiede. Ne? Das Auge haben sie gelb gemacht mit einem schwarzen Fleck. Die Zähne wurden hier weiß besprüht. Allerdings zerfließt das Weiß mit dem Schwarzen oben. Ja? Die Zähne laufen absolut weich aus. So sieht er von vorne aus. Ihr seht, der Kiefer, der Unterkiefer ist komplett verschoben. Entweder Ober- und Unterkiefer. Einer ist komplett schief, ist auch nicht schön von vorne und auch hier die Zähne übertrieben mit Weiß gesprüht. Ja, und nicht mal hier das kleine Horn auf der Mitte vom Kopf oben hat also auch keine Farbe mehr bekommen. Ja, aber sonst war der im Vergleich zu anderen echt aufwendig, das muss man hier mal wirklich sagen. Ne? Ist ein cooler Spinosaurus zum Spielen, als Heftbeilage ist der schon wirklich klasse. Im Maul ist auch kein Rot mehr drin für die Zunge oder so. Nö, finde ich hier nicht. Aber ihr seht auf jeden Fall nette Details, was die Schuppen angeht. Das kann man hier schon erkennen. Die Hautstruktur wirkt alles so ein bisschen ledern oder halt schuppig an manchen Stellen. Die Krallen haben sie hier lang skulpturiert. Und die Hinterbeine sind natürlich entsprechend kürzer. Auf der Flanke überall so Osteoderme zu erkennen, schöne Falten und das harmoniert recht schön mit dem Druck, was die Figur hier abbekommen hat. Von dem her ist also auch eine schöne Heftbeilage. Kann er stehen? Ja, er kann stehen. Wobei die Schwanzspitze ist gewagt, die geht bis nach unten. Das heißt, die Hinterbeine stehen ganz klein wenig nach oben. Also er stützt sich hier eigentlich auf den Vorderarmen und der Schwanzspitze ab. Ne? Die schweben ein ganz klein wenig in der Luft. So, unser Spinosaurus hat hier eine Höhe von 4,8 cm, nicht ganz 5, und kommt hier auf eine Länge von 12,5 cm. Ich stelle den Dilophos nochmal daneben. Also größentechnisch haut es in keinster Art und Weise hin. Es sei denn, es ist ein extrem kleines Jungtier, aber, ne? Gut, ist nicht so schlimm. So, und dann haben wir hier den Acrocanthosaurus. Der ist richtig mächtig. Die Figuren gibt es ja auch alle in groß bei Schleich, immer noch im Programm. Auch der Kollege hier, der ist sehr abenteuerlich. Erinnert mich immer ein bisschen an so eine Ray Harryhausen-Figur. Ray Harryhausen war ein fantastischer Mann, der damals alles noch mit Hand animiert hat. Stop-Motion-Technik, großartig. Falls ihr den nicht kennt, ich sag mal Sindbad-Filme. Macht euch da mal schlau, wenn euch Monster gefallen und so
Trickgeschichten seid ihr da genau richtig. Und an den erinnert es mich ein bisschen. Und ja, hier, aufrecht stehend, die Finger komplett abgespreizt. Die Krallen haben sie nicht extra bemalt. Der Kopf wurde hier anmontiert. Ich glaube auch der Unterkiefer. Das Auge ist leider auch ein bisschen verschmiert gelb mit einem schwarzen Streifen drin. Ja, die Details sind bei dem Modell relativ einfach. Umso schlimmer, denn ich mag den Kerl tatsächlich. Sieht es dann beim großen Modell aus. Ne? Also das war schon sehr abenteuerlich. Und oben sind sie halt mit so einem ganz dunklen Blau über den Kopf, über die Stacheln am Hals, am Rücken, bis in den Schwanz rein. Und ja, ihr könnt es ja sehen. Also die Hautstruktur ist hier im Gegensatz zu den anderen extrem einfach geworden. Ne? Teilweise Tic-Tac-Toe-Felder in Kleinformat. Dann hier der Höcker auf der Wirbelsäule. Das ist, ja, also ich find's nett, ich find's sehr abenteuerlich. Das Braun ist halt, ne, ist so ein Kackbraun, Entschuldigung, aber ja, kannst du eigentlich fast nicht mehr gegen oder neben die anderen Figuren stellen. Der wirkt halt echt wie von einem ganz anderen Hersteller, ja. Du denkst da gar nicht mehr an eine Schleichfigur. Also, das zu diesem Kerl, was aber ein netter Brocken ist, auf jeden Fall. Ich kann es nochmal sagen, also ich mag ihn. Ich kann die Figur gar nicht schlecht reden, weil es halt einfach so diesen Harryhausen-Touch hat. Ne? So, hier kommen wir auf etwas über 6 cm, 6,1 und wir haben hier eine Länge von etwas über 11 cm. Ne? Also das dazu. Auch hier die Bemalung. Recht einfach. Allerdings hat der hier noch eine blaue Zunge bekommen, was ich interessant finde. Auch die Zähne, was das Weiß angeht, ist hier besser wie beim Spinosaurus geworden. Ne? Auf jeden Fall. Ja, das zu diesen drei Heftbeilagen, die ich jetzt hier bei meinem Händler gefunden habe. Die anderen zwei leider nicht. Velociraptor und Giganotosaurus. Aber ich habe sie ja von dem her alles halb so wild. Und für alle Leute, die die Figuren seinerzeit verpasst haben und die gerne haben wollen, ja, ihr könnt es in diesem Magazin jetzt bekommen oder ihr geht halt bei Blue Ocean mal auf den Shop und guckt mal, ob ihr es da vielleicht noch günstiger kriegt, gerade in den älteren Ausgaben. Also hier, diesen grün-blauen Velociraptor könnt ihr noch kriegen und diesen Giganotosaurus sind auch nette Figuren. Der Velociraptor kommt 2025 als Neuheit, natürlich größer, in Braun mit so Tigerstreifen. Finde ich schade, dass sie den nicht neu überarbeitet haben, sondern wirklich nur das alte Modell nehmen mit einer neuen Bemalung. Das ist sehr, sehr, sehr schade, wie ich finde. Ne? Also, dass die 5 coolen Dinos, die ihr als Extra in der Nummer 48 finden könnt. Augen auf beim Raw Dinosaurs Magazin kauft. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die bekommt, die ihr haben wollt. Mein Händler hatte 12 Magazine. Ich war gefühlt der Einzige, der es gekauft hat. Davon waren in 8 Magazinen der Dilophosaurus drin und die anderen jeweils 2 Spinosaurus oder 2 Acrocanthos. So war die Aufteilung bei mir. Vielleicht ist bei euch anders. Und wie schon gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass ihr den Dino bekommt, den ihr gerne haben wollt. Gut, dann sind wir hier durch. Das einfach ganz schnell zur Info. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Yeah.